Das verfluchte Mixtape. Max konnte die Bedeutung des Mixtapes nicht einschätzen, als Lukas es ihm unter leisen Versprechungen und mit bedächtigem Blick in die Hände drückte. Die Plastikhülle fühlte sich erstaunlich schwer an, als würde sie nicht nur ein simples Stück Magnetband, sondern ein Stück Vergangenheit, ein verlorenes Geheimnis enthalten. Er betrachtete die Musikkassette, das verblasste Etikett, auf dem Play Me mit einer zitternden Hand geschrieben stand. Lukas hatte ihm erzählt, dass es eine versteckte Botschaft enthielt, etwas, das man nur verstand, wenn man es mit völliger Aufmerksamkeit hörte. Max runzelte die Stirn und versuchte, die Ernsthaftigkeit in Lukas Augen zu interpretieren. »Ich weiß, es klingt verrückt, Max«, hatte Lukas ihm gesagt. Seine Stimme war belegt, als wäre er kurz davor, in Tränen auszubrechen. »Aber du musst mir vertrauen, du musst es anhören. Aber nur, wenn du alleine bist und keine Ablenkung hast.« Als Max zu Hause ankam, legte er das Mixtape auf den Tisch. Er betrachtete es einige Minuten lang, eine Mischung aus Neugier und Angst in seinem Inneren, wachrufend. Was könnte auf diesem Band sein, das Lukas so alarmiert hatte? Es war eine stille Nacht, die nur vom gelegentlichen Geräusch vorbeifahrender Autos und dem fernen Echo von Nachbarshunden durchbrochen wurde. Es schien, als würde die Welt den Atem anhalten, als er das Mixtape in den alten Kassettenrekorder einlegte, den er im Keller gefunden hatte. Ein knarrendes Geräusch ertönte, als er den Play-Knopf drückte. Und der Kassettenrekorder sprang mit einem Klicken und Surren an. Die ersten Töne, die aus den Lautsprechern kamen, waren nur ein leises Rauschen, gefolgt von einem Knistern, das den Raum erfüllte und durch die Stille der Nacht schnitt. Dann wurde das Rauschen lauter und verwandelte sich in eine Melodie, die ihn sofort in ihren Bann zog. Das Lied war seltsam, mit wirbelnden Tönen, die zwischen Dur und Moll hin und her sprangen, als würden sie eine unsichtbare Grenze überschreiten. Er konnte den Gesang nicht erkennen, die Worte schienen in einer Sprache zu sein, die er nicht kannte, eine Sprache, die tiefer und altertümlicher war als alles, was er je gehört hatte. Als das Lied zu Ende ging, spürte Max, wie sich eine Gänsehaut über seinen Körper ausbreitete. Es war, als ob das Lied nicht nur durch den Raum, sondern auch durch seine Gedanken gewirbelt hätte. Eine dunkle Wolke, die sich um seine Wahrnehmung gewickelt hatte. Er sah erneut auf das Band, die Worte »Play me« jetzt mit einer neuen Bedeutung erfüllt. Er hatte das Gefühl, dass er gerade etwas begonnen hatte, das nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte. Doch was es war, das konnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht erahnen. Und so begann Max' Reise in die unbekannte Welt des Mixtapes. Als er am nächsten Morgen erwachte, war es, als hätte er einen merkwürdigen Traum gehabt, aber die umgestoßenen Bücher auf dem Boden und der Geruch von verbranntem Holz, der immer noch in der Luft hing, erinnerten ihn daran, dass das, was in der Nacht passiert war, kein Traum war. Er konnte das Mixtape nicht aus dem Kopf bekommen. Das Lied, das ihm in den Kopf gebrannt war, ließ ihn nicht los. Die Worte »Play me« hallten in seinem Verstand wider, als ob sie ihn dazu aufforderten, die Melodie noch einmal zu hören, noch tiefer in das Geheimnis einzutauchen. Und so fand er sich erneut in seinem Keller, die Hand auf dem Play-Knopf des Kassettenrekorders, bereit, sich noch einmal der seltsamen Melodie zu stellen. Er hatte Angst, ja, aber es war eine seltsame Art von Angst, gemischt mit einer unkontrollierbaren Neugier. Was würde passieren, wenn er das Lied noch einmal hörte? Was würde das Mixtape diesmal für ihn bereithalten? Mit einem tiefen Atemzug drückte er auf Play. Ein Klicken, gefolgt von einem Summen, füllte die Stille, dann begann die Musik.
Zuerst war es nichts Außergewöhnliches, ein einfacher Synthi-Beat, der in seiner Monotonie fast beruhigend wirkte. Doch dann kamen die anderen Klänge hinzu, dissonante Töne, die wie das Heulen eines Windes durch die Nacht klangen, gemischt mit dem Knistern eines alten Vinyls. Max schauderte. Es war, als würde die Musik die Grenzen der Realität verwischen und ihn in einen schrecklichen Albtraum ziehen. Die Lichter in seinem Raum flackerten. Max blinzelte und rieb sich die Augen, unsicher, ob das, was er sah, real war oder nicht. Bücher rutschten plötzlich aus ihren Regalen und fielen klappernd zu Boden. Er konnte das Rauschen des Windes hören, obwohl alle Fenster fest verschlossen waren. Max sprang auf, sein Herz hämmerte in seiner Brust. Er konnte kaum glauben, was er sah. Es war wie letzte Nacht. Aber es waren nicht nur seine Augen, die ihm das Unmögliche berichteten. Der Geruch von verbranntem Holz hing plötzlich in der Luft, ein Geruch, der ihn an das knisternde Feuer im Kamin seines Großvaters erinnerte. Die Kälte, die den Raum erfüllte, ließ ihn frösteln, als würde er nackt im Winterwind stehen. Max stolperte zurück, seine Augen immer noch auf den sich bewegenden Gegenständen in seinem Raum. Es war, als würde das Mixtape die Welt um ihn herum verändern, sie in etwas verwandeln, das so fremd und erschreckend war, dass er nur noch weglaufen wollte. Aber er konnte sich nicht bewegen, als wäre er von der gruseligen Melodie des Mixtapes hypnotisiert. Der Song endete abrupt und der Kassettenrekorder klickte erneut. Max war allein in der Dunkelheit, umgeben von den Überresten seines auf den Kopf gestellten Zimmers. Er konnte immer noch das Echo der Melodie hören, das in seinem Kopf widerhallte, als wäre es ein Teil von ihm geworden. Max war sich sicher, dass er gerade Zeuge etwas Übernatürlichem geworden war. Es war nicht nur das Mixtape, es war die Musik. Es hatte die Welt um ihn herum verändert, sie zu einem Ort gemacht, den er nicht erkannte. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken, als er an das dachte, was noch kommen könnte. Denn eines war sicher, dies war erst der Anfang. Max hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Nach dem ersten Hören des Mixtapes war eine Art Paranoia in ihm aufgestiegen. Ein Gefühl, dass irgendetwas in den Schatten lauerte und auf ihn wartete. Und jetzt, nachts, in der Stille seines Schlafzimmers, war dieses Gefühl intensiver denn je. Die Dunkelheit draußen war so tief, dass sie fast materiell wirkte, als könnte man sie berühren. Max lag da, die Augen weit aufgerissen, den Blick starr auf das Fenster gerichtet und versuchte in die Schwärze hinauszusehen. Doch alles, was er sah, war sein eigenes Spiegelbild, bleich und ängstlich. Er hörte ein Geräusch, ein leises Kratzen, das von draußen zu kommen schien. Sein Herz schlug schneller, als er sich an die Seiten seiner Bettdecke klammerte. Dann ein Schatten bewegte sich jenseits des Fensters. Sein Atem stockte, während seine Augen sich weiteten. Eine unheimliche Kreatur, groß und hager, stand draußen und starrte ihn an. Max spürte, wie sich der kalte Schweiß auf seiner Stirn bildete, als er das schreckliche Gesicht der Kreatur betrachtete. Es war kaum mehr als eine Silhouette, doch das, was er sehen konnte, ließ ihn erschaudern. Es hatte lange, ausgestreckte Arme und ein verzerrtes Gesicht, das in der Dunkelheit lauerte. Es starrte ihn an und Max konnte nichts anderes tun, als zurückzustarren, gefangen in seinem eigenen Schrecken. Das Grauen, das er empfand, war so intensiv, dass es ihm den Atem raubte. Er fühlte sich, als würde er ertrinken, erstickt von der Dunkelheit und der Beklemmung, die ihn umgab. Als er sich schließlich aus dem Griff der Furcht befreien konnte, stolperte Max aus dem Bett und rannte zur Tür. Er drehte sich nicht um, wagte nicht, den Blick von der Tür abzuwenden, aus Angst, dass die Kreatur ihm folgte. Er konnte sein eigenes Keuchen hören, das Echo seiner Panik, die die Stille der Nacht zerriss. Er schloss die Tür hinter sich und lehnte sich schwer dagegen. Sein Herz hämmerte in seiner Brust, während er versuchte, seinen Atem zu kontrollieren.
Die Dunkelheit um ihn herum schien plötzlich noch bedrohlicher, die Schatten noch länger und dunkler. Er war nicht allein. Die Kreatur war da draußen, sie jagte ihn. Er musste etwas tun, er musste das Rätsel des Mixtapes lösen. Es war seine einzige Hoffnung, sich selbst und seine Freunde vor dieser unheimlichen Bedrohung zu schützen. Mit dieser erschreckenden Erkenntnis schwor Max, dass er den Fluch brechen würde, egal was es kostete. Denn es war klar, die Jagd hatte begonnen. Max warf sich in die Recherche über das Mixtape. Er versuchte, jegliche Information zu finden, die ihm einen Hinweis auf den Fluch und wie er ihn brechen könnte, liefern könnte. Stundenlang starrte er auf den Computerbildschirm, seine Augen brannten vor Erschöpfung und die Tasse Kaffee neben ihm wurde kälter und kälter. Endlich stieß er auf etwas. Ein Online-Forum, das sich mit urbanen Legenden beschäftigte, enthielt eine Geschichte, die verdächtig ähnlich zu seiner eigenen war. Ein User hatte von einem Mixtape berichtet, das mit einem vermissten Freund in Verbindung stand. Der Name des Freundes war Jakob. Max spürte einen Stich in der Magengrube. Das war der Name des Freundes, der Lukas das Mixtape gegeben hatte. Jakob war anscheinend ein Musikliebhaber und Sammler gewesen. Er hatte dieses Mixtape zusammengestellt, ein ungewöhnliches Durcheinander aus Songs, die ihm bedeutungsvoll erschienen waren. Aber nachdem er das Tape erstellt hatte, war er spurlos verschwunden. Seine Freunde hatten nur das Mixtape in seinem verlassenen Zimmer gefunden. Max' Herzschlag beschleunigte sich, Jakob war verschwunden und das Tape war die einzige Spur, die er hinterlassen hatte. Hatte das Mixtape etwas mit seinem Verschwinden zu tun? War es mehr als nur eine Sammlung von Liedern, sondern ein Hilferuf oder eine Warnung? Die Kreatur in der Dunkelheit, die ihn verfolgte, erschien plötzlich in seinem Geist. War sie mit Jakob verbunden? War sie die Manifestation des Fluchs, die Jakob verschluckt hatte und nun auf ihn übergegangen war? Je mehr er nachdachte, desto klarer wurde das Bild. Die Kreatur, das Mixtape, das Verschwinden von Jakob, sie waren alle Teile eines düsteren Puzzles. Max war sicher, dass das Lösen des Rätsels um das Mixtape die Antwort auf den Fluch und das Verschwinden von Jakob sein würde. Doch mit der Klarheit kam auch die Furcht. Max konnte sich die Schweißperlen von der Stirn wischen, während er die Tragweite seiner Entdeckung realisierte. Er war inmitten einer unheimlichen Geschichte gelandet, die ein dunkles Geheimnis barg, und jetzt war er der Nächste in der Linie. Mit neuer Entschlossenheit stand Max auf. Er wusste jetzt, was er zu tun hatte. Er musste tiefer in die Geschichte des Mixtapes eintauchen. Er musste mehr über Jakob herausfinden. Und vor allem, er musste dieses Rätsel lösen. Denn er wusste, dass die Kreatur draußen wartete, in der Dunkelheit, bereit, ihn zu verschlingen, wenn er versagte. Die Zeit war Max Feind geworden. Mit jeglicher Sekunde, die verstrich, fühlte er die unheimliche Präsenz der Kreatur näher kommen. Sein Herz schlug wie ein wildes Tier in seiner Brust, während er versuchte, die Rätsel des Mixtapes zu entwirren. Er stieß auf die alten Tagebucheinträge von Jakob, die er auf einer alten Blogseite gefunden hatte. Jeder Eintrag war mit einem Song des Mixtapes verknüpft. Er hatte geschrieben, dass die Songs Symbole und Botschaften enthielten, die ein bestimmtes Muster ergaben. Max schrieb die Texte der Songs nieder, analysierte sie Wort für Wort, Zeile für Zeile. Er kämpfte gegen die Müdigkeit, gegen die Furcht, aber vor allem gegen die Zeit. In der Dunkelheit konnte er das leise Knurren der Kreatur hören, ein ständiger, grauenvoller Reminder seiner prekären Situation. In der Tiefe der Nacht, als seine Augen begannen vor Erschöpfung zu flackern, hatte er schließlich einen Durchbruch. Einige der Songtexte ergaben zusammengefügt eine Art Anleitung. Sie sprachen von einem Ritual, von bestimmten Orten und Gegenständen, die gesammelt und auf eine bestimmte Weise angeordnet werden mussten.
Das war es. Das war die Methode, um den Fluch zu brechen, die Jakob in den Songs versteckt hatte. Ein Hoffnungsschimmer durchbrach die düstere Atmosphäre seines Zimmers, doch er wusste, dass er noch nicht sicher war. Die Kreatur war immer noch da, lauernd, wartend. Mit der Anleitung im Kopf machte sich Max auf den Weg. Er sammelte die Gegenstände, besuchte die Orte, folgte den Anweisungen der Songs. Er konnte spüren, wie die Kreatur ihm auf den Fersen war. Seine Schritte beschleunigten sich, die Angst trieb ihn an. Jeder Atemzug brannte in seinen Lungen, jeder Muskel in seinem Körper schrie vor Erschöpfung. Doch er konnte nicht aufgeben, nicht jetzt. Er war so nah dran, das Rätsel zu lösen, den Fluch zu brechen. Als er das letzte Stück des Puzzles zusammensetzte, konnte er die Kreatur hören, lauter als je zuvor. Sie war fast bei ihm. Er schloss die Augen, sprach die letzten Worte des Rituals aus. Dann wurde alles still. Er öffnete die Augen. Die Dunkelheit war verschwunden, die unheimliche Präsenz war weg. Hatte er es geschafft? Hatte er den Fluch gebrochen? Erschöpft sank er zu Boden, der Wettlauf gegen die Zeit war vorbei, doch die Frage blieb, war die Kreatur wirklich besiegt? Trotz des anfänglichen Triumphgefühls nagte die Unsicherheit an Max. Hatte er wirklich den Fluch gebrochen oder hatte er nur eine Schlacht gewonnen, nicht den Krieg? Mit diesen Fragen und Zweifeln ging er ins Bett, doch der Schlaf wollte sich nicht einstellen. Die Schatten an den Wänden seines Zimmers schienen sich zu bewegen und in der Stille der Nacht konnte er noch immer das leise Knurren hören. Mehrere Tage vergingen, Tage, an denen Max sich ständig umsah, bei jedem Geräusch zusammenzuckte und das Mixtape wie einen kostbaren Schatz bei sich trug. Doch nichts passierte, kein Knurren, keine Schatten, keine Kreatur. Allmählich begann er zu glauben, dass er den Fluch tatsächlich gebrochen hatte. Das Leben nahm seinen gewohnten Gang wieder auf. Max fing wieder an, sich auf die normalen Dinge des Lebens zu konzentrieren. Er ging wieder zur Arbeit, traf sich wieder mit Freunden. Aber etwas war anders. Jedes Mal, wenn er allein war, kam das unbehagliche Gefühl zurück. Jedes Mal, wenn er still wurde, dachte er, könnte das Knurren der Kreatur hören. Eines Abends, als er allein in seinem Zimmer saß, blickte Max auf das Mixtape. Er betrachtete die Worte »Play me«, die jetzt so unschuldig wirkten. Sollte er es noch einmal abspielen? Sollte er herausfinden, ob die Kreatur wirklich weg war? Mit einem Gefühl der Entschlossenheit in seiner Brust drückte er auf »Play«. Wieder war Max allein inmitten von Schatten und Dunkelheit. Er spürte den kühlen Atem der Kreatur wie ein eisiger Hauch auf seiner Haut. Die Musik aus dem Mixtape, sie war nicht mehr nur eine Melodie, sondern eine kalte, drohende Präsenz. Vor Schreck drückte er auf Pause. Max erkannte, dass er nicht davonlaufen konnte. Er kannte, dass seine ganzen Anstrengungen nichts gebracht hatten. Es war Zeit, die Bedrohung ein für allemal zu besiegen. Mit zusammengebissenen Zähnen drückte er erneut auf Abspielen. Die Musik erklang erneut unheimlicher und furchteinflößender als je zuvor. Max spürte, wie die Kreatur näher rückte. Doch dieses Mal ließ er sich nicht einschüchtern. Er konzentrierte sich, suchte in der Musik nach der versteckten Botschaft, die den Fluch brechen konnte. Die Klänge verschmolzen zu einer wirren Kakophonie, doch inmitten des Chaos konnte Max seinen Rhythmus erkennen. Eine Melodie, die sich wiederholte. Max summte sie nach, seine Stimme war fest und klar und mit jedem Ton spürte er, wie der Griff der Kreatur nachließ. Als die Melodie zu Ende war, war auch die Musik verstummt. Max öffnete die Augen und sah sich um. Die Dunkelheit hatte sich zurückgezogen, die Kreatur war verschwunden. Er spürte eine tiefe Erleichterung, doch gleichzeitig eine lähmende Erschöpfung. Er hatte den Fluch gebrochen, zumindest hoffte er das.
Doch in der Stille, die folgte, konnte er ein leises Rascheln hören. Es war kaum wahrnehmbar, doch es war da. Und während er in die Dunkelheit starrte, konnte er ein leises Knurren vernehmen. War das die Kreatur? War sie immer noch da oder war es nur seine Einbildung? Max wusste, dass er sich nicht sicher sein konnte. Er hatte zwar zwei Kämpfe gewonnen, doch der Krieg war vielleicht noch nicht vorbei. Und während er das Mixtape mit zitternden Händen hielt, wusste er, dass er sich immer fragen würde, ist die Bedrohung wirklich vorbei?